18.18 Uhr OrgaTV, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Und ja, meine Lieben, ich bin wieder im Lande. Letzte Woche war ich ein paar Tage in Düsseldorf unterwegs. Was ich da gemacht habe, erzähle ich euch nächste Woche. Und diese Woche waren wir wieder viel für euch unterwegs. Was genau ihr heute sehen werdet, seht ihr jetzt in der Sendungsvorschau. Sven war für euch unterwegs diese Woche, um Japanisch zu lernen. Er hat sich ganz gut gemacht. Ich war bei Artefs, einem Erfinder von Babbel.com, am Max-Planck-Institut. Mehr dazu nachher in Orchides Welt. In Easy Edit zeigen wir euch heute, wie man Plakate mit GIMP erstellt. Und wie immer die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Ja, Orchide, ob ich das wirklich so gut gemacht habe, darüber müssen wir dann noch nachher rätseln im Beitrag. Aber sie hat recht, anfangen werden wir heute mit dem Thema Japan. Japan war in den letzten Tagen und Wochen immer wieder in den Schlagzeilen, auch wegen des Tsunamis und dem bösen Atomunfall, der dann in Fukushima passiert ist. Wir wollen uns heute ein bisschen mehr mit der japanischen Sprache und den Schriftzeichen beschäftigen. Zum Beispiel ist es auch sehr interessant, Japan ist der viertgrößte Inselstaat der Welt und ist auch unter den großen G8, das weiß auch nicht jeder. Die Schriften dafür gibt es ganz spezielle, das muss ich ablesen, weil es zu kompliziert ist. Also es gibt ein komplexes Schriftsystem, das ist eine Mischung aus chinesischen Zeichen und den Silbenschriften Hiragana und Katakana. Ich hoffe für alle Japaner, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, es tut mir furchtbar leid. Des Weiteren haben sie noch eine extrem komische Satzstellung. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass wir ja immer schreiben, Subjekt, Prädikat, Objekt. Ich trinke Kaffee. Je bois du café, I drink coffee. Ist ja eigentlich ganz klar. Aber die Japaner, die machen es andersrum. Die sagen nämlich Subjekt, Objekt, Prädikat. Das heißt also, ich Kaffee trinken. Sehr, ist interessant. Müssen wir mal gucken, ob ich das wirklich so gut hingekriegt habe, da in meinem Kurs, den ich gemacht habe. Auf jeden Fall war ich bei Herrn Yamaguchi und bei Frau Kawada, wie mir gesagt wurde, wird sie ausgesprochen, und habe da einen Kanji-Kurs besucht und war im zweiten Semester des Japanisch-Kurses, also eher so der Sprechsprache. Und das schauen wir uns jetzt mal an im ersten Beitrag. So, wie eben schon angekündigt, sind wir jetzt am Sprachenzentrum, wollen uns jetzt Japanischkurse angucken. Ich bin schon komplett gespannt, ich weiß auch überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich habe nur was gehört, ich muss Schriftzeichen malen, die anscheinend Kanjis heißen sollen. Und ich werde ein bisschen Japanisch lernen, wie so die Sprechweise ist, etc. Und ich bin mal sehr gespannt, was mich da jetzt erwarten wird. Ah, und das sind jetzt die richtigen, schön mit Tinte und so. Das können wir uns ja nicht nehmen lassen, ne? Mal gucken, ob ich mitmalen darf. Wahrscheinlich nicht. Pinsel halten sollte man mit der Pinsel und nicht wie Bleistift, sondern etwa lockerer, die Handbewegung ein bisschen flexibel bleiben kann und zwar ein bisschen drehen kann. Nicht so, dann kann man nicht mehr so gut drehen, sondern so. Ich muss sie mal fragen, ob ich das auch mal malen darf. Nein, das sehe ich nicht so. Jetzt pass auf. Also, guck genau hin. Groß schreiben. Ja, groß hat der Kalei. Heute haben wir groß. Allmählich Papier verlassen. Das ist nicht schwer. Das ist ganz unkompliziert. Rechte Seite. So. Und bevor man per Papier verlässt. Mist. Aber das ist doch probier schön, mal. Oder? Ja, das ist schön. Das ist ein bisschen hoch. Genau. Okay. Und Papier. Festhalten. Ja, genau. Und dann meinte ich so. So. Mhm. So. Verlassen. Mhm. So. Und so. Ein bisschen warten. Uhrzeiger, Uhrzeiger, Uhrzeiger. Papier verlassen. Hier, linke Hand. Linke Hand. Ja, genau. Oh. Ja? So. So, ich komme zu jedem. Ich glaube, das ist schneller. Jeder, der behauptet, ich hätte es nicht selbst gemalt, lügt. Jeder. So. Sammeln. Ah, es war das da. So.
Halai, das ist rechter Halai und Eis. Zwei Tropfen mal. Zack, zack. Hilf mir. Was soll ich denn mal dazu sagen? Mein Kameramann kann das. Ich nicht. Mhm. Bei Schrift ist eine gesamte Balance auch wichtig, dass nicht obere, diese Sammelzeichen nicht zu groß oder zu klein entsprechen mit den Eiszeichen muss doch irgendwie. Könnten Sie das jetzt als Winter lesen? Nein. Schade. Welch Kompliment. Muss offen sein, offen nee, und ehrlich sein. Können Sie es bei ihr lesen? Also, ja, und interessante ja. Frage. Das ist wirklich gut. Das kann ich lesen. Scheiße. Ja? Aufpassen, und zwar obere Teile. So. So, um Gottes Willen. Und untere Teile lasse ich dann genügend Platz, damit das schon aussieht. So. Ja? Sieht aus wie ein Fernseher mit Satellitenschüssel oben drauf. Ja, das ist guter Glanz. Das ist zu dick. Ja. Verdammt. Können Sie bei mir auch noch mal kurz gucken? Das ja. Da oben ist zu breit, aber das unten ist schön, oder? Ja, also die haben beide ungefähr gleiche Art. Also vom Balance her finde ich gar nicht schlecht. Da hört ihr es, Freunde. Ich bin ja. Gar nicht schlecht fürs erste Mal. Für erstes Mal, ja. Gut. Nee, das kann man lesen. Dann ja, danke ich Ihnen, dass wir hier sein durften. Bitte, bitte. Wie heißt der nochmal? Yamaguchi. Gucci. Ja, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt bei Herrn Yamaguchi im Kurs. Wir werden jetzt Japanisch lernen. Diesmal keine Schriftzeichen, sondern jetzt geht's los, jetzt müssen wir zuhören. Mhm, haben wir verstanden. So, schreiben Sie bitte mehrere 16 bis 24. Isoga shi des. Isoga shi des. Isogashi. Pause von dem Ski? Isogashi. Eigentlich dein Wort. Nur so, damit Sie das. Isogashi. So, Sie haben jetzt etwa 20 Minuten Zeit. Na, fangen Sie bitte an. Drücken Sie bitte die rote Taste. Muss ich da alles sagen, oder was? Na, Cola Unides. Itte kudasai. Ano chiku wa oki desu. Tisai. Gerade hat mir die Stimme im Ohr erzählt, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu gehen, weil ich kann schon zu viel, ich muss in einen fortgeschrittenen Kurs. Das ist jetzt natürlich schade, den gibt es jetzt heute leider nicht, den gibt es bestimmt demnächst mal wieder, dann müsste man eine neue Sendung machen, aber da muss ich ja selbst noch was lernen dann, weil das ist ja für mich Pipi-Käse gewesen, was ich hier jetzt heute gesehen habe. Ja, alle sind noch kräftig am Machen und Tun.
Ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt genug gehört habe. Zurück ins Studio. Ja, Sven, ich finde, du hast dich wacker geschlagen. Ein bisschen Übung macht den Meister, gell? Aber jetzt wollen wir mal wieder zu mir kommen, und zwar zu Babbel.com. Einmal für alle, die es noch nicht kennen, das ist die Internetseite, von der ich rede. Sieht man's? Ja. Genau. Erstmal zu dem Wort, ja. Und zwar ist es ein Kunstwort, das frei erfunden worden ist von den Entwicklern. Und ich war, wie gesagt, bei Art Hefs. Der hat mir erklärt, dass das ein bisschen ans Englische anlehnen soll, und zwar an Babbel wie labern oder auch an Babel wie der Babelfisch aus Per Anhalter durch die Galaxis. Und wie diese Community so richtig funktioniert, das zeigen wir euch jetzt in unserem nächsten Beitrag. Bitte schön. Hallihallo beim Max-Planck-Institut, das ist Art Tefs. Art Tefs, hallo und vielen Dank, hallo, dass wir erstmal kommen durften. Kein Problem. Erzähl mal, was machst du hier am Max-Planck-Institut? Also ich bin hier Doktorand, und wir forschen an verschiedenen Algorithmen. Unsere Gruppe speziell forscht an Computergrafik-Algorithmen. Das heißt, das kann dann später in Filmen eingesetzt werden, Spielen, mhm, oder vielleicht auch in der Robotik. Da versucht man, oh, dem Computer, cool, beizubringen, was also man überhaupt sieht. Und wie lange bist du schon hier? Ich bin hier seit Juli 2007, also fast 4 Jahre bin ich hier schon Doktorand. Zuvor noch als Hiwi tätig gewesen. Hier am Max-Planck-Institut. Ja. Genau, studiert habe ich auch hier auf der Uni, auf unserer Saarland-Uni sozusagen. ja. Informatik dann. Informatik, ja. Und in deiner Freizeit hast du ja eine ganz tolle Internetseite entwickelt, ja? Ja, also ich zusammen mit einem Kollegen von mir, wir haben dieses Internetprojekt entwickelt, nennt sich Babbel.com. Und das ist entstand komplett in Freizeit, also hat nicht so viel mit unserer Wissenschaft zu tun, aber wir hatten Spaß, wir dachten, wir probieren irgendwas zu implementieren, sozusagen, was andere vielleicht nutzen könnten. Ah, okay. Und die Plattform, das ist sozusagen, wir nennen das eine Art Mikroforum, das ist angelehnt auf Mikroblogging, was eigentlich Twitter ist, das ist ja eine Art Mikroblogging, das heißt, wenn ich irgendwas verfasse, dann hören mich meine Follower sozusagen zu. Ja. Und hier ist es eher, dass ein Mikroforum heißt eher, dass man etwas in einem Thema verfasst. Das heißt, die Follower hören einem Thema zu. Und das heißt, man kann ziemlich schnell, ziemlich einfach in ein Thema reinspringen, sich darüber unterhalten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt heute habe ich zu Mittag gegessen in der Uni-Mensa und das Essen war zu fettig, dann kann ich ja das dort schreiben, ja. Und hoffentlich, okay, dass die anderen das auch ergreifen und dann ein bisschen die Diskussion führen, ja. Dieses Babbel, das ist eher so, wo man über ein Thema spricht. Das heißt, ich gehe in ein Thema, Uni-Mensa, schreibe dort kurz, ich war dort, Essen war gut. Ja. Und oder vielleicht auch, wenn ich dort irgendeine hübsches Mädel gesehen habe, dann kann ich ja hinschreiben, ich habe dich dort und dort gesehen, vielleicht siehst du das und reagierst drauf. Ja. Und es geht aber nur um Themen von der Uni Saarland oder geht es auch um andere? Nee, man kann natürlich über alles. Also wir haben dort Themen jetzt zurzeit am Laufen, über Sommerurlaub, über Politik auch, über Fukushima, Atomkraftwerk, gab es auch Themen. Über Germany Next Topmodel gibt es auch eine heiße Thema dort. Ja, über alles Mögliche. Vieles, ja. Und wie viele User sind da im Moment unterwegs? Zurzeit natürlich noch nie so viele, wie wir das gerne hätten, weil damit das Ganze funktioniert und abhebt, brauchen wir viel mehr. Ja, dann ist ja OrgaTV vielleicht genau der richtige Weg, damit das ein bisschen... Hoffentlich spricht der Studenten an und die Studenten interessieren sich, schauen sich das an und vielleicht finden die diese Plattform für sich irgendwie. Okay. Ja, dann vielen Dank und weiterhin viel Erfolg, gell, mit Babbel.com. Sachen, ja.
Und ja, wir sehen uns dann im Studio gleich wieder. Ja, Sven, du warst ja nicht dabei. Nö. Aber nö. Sehr geiles Gebäude, kann ich nur dazu sagen. Max-Planck-Institut. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Ja, das Hammer. Also das ist ein niegelnagelneues. Wir haben ja ein paar Ausschnitte gezeigt. Ja, da wissen wir wieder, wo unsere Studiengebühren hinfließen. Ne? Ach nee, gibt es ja gar nicht mehr. Jetzt heißt ja, die Semestergebühren genau. Jetzt. Ja. Genau, aber wir wollen mal den Zuschauern zeigen, wie das so klappt. Mit hier der Anmeldung, kannst ja, du genau. Das? Ich bin gespannt. Ich, ja, ich, doch. Ich kann es nicht. Doch, ich habe es, ja. Ich glaube, ich kann es jetzt. Ist es das richtig, dass man dann mit Facebook rein muss? Nee, jetzt warte doch mal. Also wir wollen das jetzt erstmal üben, ja? Okay, zeig also, mir's. Jetzt erstmal hier bei babbel.com, genau. Und da unten dann auf Einloggen gehst du, links unten, ja? Und da gibt es dann drei verschiedene Varianten. Erst kannst du halt dich quasi, ja, normal einloggen, also ohne, dass du halt angemeldet bist, also wenn du halt schon drin bist in der Community, kannst du dich halt normal einloggen mit Passwort. Das ist links. Oder ich melde mich an. Genau, nein. Oder genau, wenn du neu bist, meldest du dich halt unten an, ja, also der Babbel Community beitreten. Yeah. Dann gibt es noch rechts oben die Variante, auf Facebook oder über Twitter dich da einzuloggen. Wir wollen das jetzt mal machen über Facebook als Orga-Panda, also beziehungsweise Orga-TV. Genau, und ja, da sind wir jetzt schon in einem Channel drin. Und zwar ist das ein Channel, den wir quasi abonniert haben. Was heißt das, abonniert? Ja, das heißt, freut mich auch gerade. Das heißt, wir verfolgen dieses Thema. Weißt du, Tevs hat doch gesagt, man ist in einem, man verfolgt ein bestimmtes Thema. Also man verfolgt keine Person, wie zum Beispiel das auf Twitter so ist, sondern man ist immer in einem bestimmten Thema. Und also ich rechne an, aber dass es quasi mehr oder minder so eine Diskussionsseite ist, wo ich mich da mit anderen duelliere quasi über ein gewisses Thema. Genau, es geht immer um ein gewisses Thema, ja. Okay, kannst du mal jetzt mal was machen? Ja, genau. Also wir wollen jetzt mal in einen anderen Channel, ja. Und zwar ist das dann oben links, genau, gehst du dann auf Orga-TV. Und da sind wir auch schon in einem Channel, den wir auch angelegt haben. Da gehen wir mal rein auf Orga-TV. Und ja, da wollen wir jetzt mal was posten. Wir wollen mal gucken, was. Genau. Hallo. Post doch mal dem Art da. Genau, hallo Art, bist du da? Und dann wollen wir mal sehen, es ist nämlich so, dass der Art auch online sein wollte. Ist er und so? Und genau, ich hoffe. Oder spielt der Art Dart? Entschuldigung, aber das ist ein Running Witz, du. Tut mir leid jetzt. Ja, aber ja, genau, wir müssen halt mal gucken, ob er jetzt kommt oder ob er da ist oder nicht. Aber in der Regel, also kannst du natürlich auch. Oh, warte, ich habe noch einen schlechten. Ich glaube, der Art fährt Kart. Ach, Sven ist heute gut gelaunt, ja? Sven macht heute Witze. Die Orkide arbeitet in der Schmiede. Jetzt ja, ist gut. Okay, jetzt wollen wir dem Art mal antworten. Art, unser Freund. Ja, hat genau. Er geschrieben schon? Ja, genau, toll. Der hat schon geschrieben, ja. Also, wie findest du die Sendung bis jetzt? Ja, oder? Tipp mal. Genau. Ja. Und Post. Ja. Und jetzt, ja. Also nur mal für die ganz Doofen, also mich. Ja. Wir debattieren jetzt mit dem Art genau. Live im Babbel. Genau. Also und wir debattieren jetzt quasi als Diskussion, wie unsere Sendung findet. Ja, also es muss ja auch nicht immer live sein, gell? Das ist ja ganz unabhängig jetzt davon. Wir haben das jetzt nur so eingerichtet, dass Art jetzt auch mal da ist. Und wir jetzt hier reden. Aber genau, wir debattieren jetzt mit ihm live. Ja. Der sieht uns jetzt und genau. Und postet dann dazu krass. Auch. Und ja, und dann wollen wir. Ihn jetzt... lobt mein Japanisch Dings. Jawohl. Oh Gott. Also Sven, so, dann wollen wir jetzt. Ja, wir wollen uns jetzt mal an alle Babbel-Nutzer richten. Ja, es kann ja nicht sein, dass wir nur mit dem Art uns, ne? Ja, eben. Deswegen, also sorry Art, jetzt mal ganz kurz noch eine Message an alle. Und zwar wollen wir alle bitten, ein kurzes Feedback zu unserer Sendung, genau. Oder? Ja. Genau.
Also ich muss jetzt mal gerade, während die Orchide noch tippt und abschickt. Also Art, wir sind Freunde. Ne? Nimm's mir nicht übel, aber ich bin nun mal ein Schlechtwitzemacher vor dem Herrn und der musste einfach raus, sonst wäre ich geplatzt. Ja, Sven ist heute gut gelaunt, genau. Ja, es und, ist... Hat es ist, ein... Ja, sicher. Okay. Naja, ja, Sven. Also, wie findest du denn die Seite? Du, ich finde das generell ziemlich geil. Ich meine, ich bin ja immer noch einer der Letzten, der sich mit diesem Internetzeug da nicht so ganz mit identifizieren kann wie manch andere Freunde. Aber ich muss zugeben, dieses Babbel ist vor allem auch eine geile Idee, weil es genau um ein Thema geht und nicht um eine Person. Weißt du, wenn ich da bei Fratzenbuch reingucke und dann schreibt mir der eine Typ, euch geht's aufs Klo. Ja, super, geil. Ja, boah, genau. Ist der Hammer. Ja, geil. So kann sich halt jeder zu einem Thema, für das er sich interessiert. Genau, und wenn dann tatsächlich das Thema Klo ist, dann kann auch jeder schreiben, wenn er aufs Klo geht. Genau. Sensationell. Ja, sehr geil. Ich bin begeistert. Findest du auch, ja? Bin begeistert. Ja, also damit unser Kompliment an Art Tefs und seinem Kollegen, genau, von dem ich jetzt den Namen gerade nicht weiß, aber genau, vielen Dank an euch beide. Wir sind auf jeden Fall schon mal dabei. Und genau, jetzt wollen wir mal rübergehen zu Easy Edit, ja? Und ja, wir schulden euch da noch was. Ne? Ja, das war genau. Schon lange angekündigt, aber jetzt kommt's. Genau, das ist jetzt nämlich besonders wichtig für die kleinen MPler. Für die das kleine Multimedia-Praktikum machen. Denn süß, ihr dürft ja, süß. Ihr dürft ja eure Plakate mit GIMP erstellen. Und dazu haben wir euch einen Easy Edit vorbereitet. Den zeigen wir euch jetzt. Willkommen bei Easy Edit. Heute werde ich euch... Hallo zusammen. Ich habe heute einen kleinen Gastauftritt hier bei Easy Edit und ich habe euch heute ein GIMP-Tutorial aufgenommen und jetzt müssen wir nur noch den Stefan aus dem Bild kriegen. Moment. So, jetzt kann es losgehen. So, dann starten wir jetzt mal mit dem GIMP-Schnellkurs. Dann öffnet sich hier der GIMP. Sehen wir noch eine Plakatvorlage in der Mitte. Rechts außen sehen wir das Ebenenfenster, in dem wir die einzelnen Ebenen des Bildes sehen. Kann man sich vorstellen wie eine Collage und das hier sind die einzelnen Schnipsel, aus denen das neue Bild zusammengesetzt wird. Und ganz links das Fenster ist unser Werkzeugkasten. So, jetzt möchte ich zuerst das Hauptthema umbenennen. Und zwar ist das hier dieses Textfeld, das noch als Benimm-Battle bezeichnet wird. Mache einen Doppelklick drauf, dann öffnet sich hier der Texteditor, kann ich den alten Text löschen und durch einen neuen ersetzen. Schreibe mal rein neues Teambild, das Hauptthema bitte immer in Großbuchstaben, kann das dann wieder schließen und ändere dann noch die Sendungsbeschreibung. Und das Thema des Plakats ist ja ein neues Teambild. Also nehmen wir uns das jetzt mal rein mit Datei, öffnen. Ich habe hier ein neues Teambild schon erstellt. Das ist dieses hier als JPEG-Datei. Öffne das. Bekomme ich ein neues GIMP-Fenster. Gehe dann hier auf rechteckige Auswahl. Markiere mir den Bereich, den ich gerne in das Plakat übernehmen möchte. Rechtsklick, bearbeiten, kopieren. Gehe dann wieder in die Plakatvorlage. Rechtsklick, bearbeiten, einfügen. Und sehe, dass er hier unten das Bild eingefügt hat. Und hier rechts bekomme ich im Ebenenfenster eine schwebende Auswahl. Doppelklick darauf, benennt das Ganze jetzt um in Teambild, drücke einmal auf Enter und habe eine neue Ebene in das Bild eingefügt. Sitzt jetzt leider noch an der falschen Stelle, also gehe ich in den Werkzeugkasten, nehme hier dieses Verschiebetool, klicke einmal drauf, nehme mir die Ebene, verschiebe sie hier in die Mitte. Ich finde es jetzt noch ein bisschen klein, also werden wir das Ganze neu skalieren mit Rechtsklick.
Ebene skalieren. Wir stellen hier einmal Prozent ein, geben mal ein 200, drücken auf Enter. Dann sehen wir, dass er hier unten auch die Höhe um 200% verändert. Ich gehe hier einmal auf Skalieren und sehe, dass es größer geworden ist. Ziehe es ein wenig runter, bis es passt. Der Stern verschwindet jetzt hinten dran. Warum? Weil sich dieses Teambild jetzt im Vordergrund befindet. Sieht man auch hier rechts im Ebenenfeld. Es steht ganz oben. Jetzt ist das, was sich im Vordergrund befindet. Um das jetzt zu ändern, gehe ich hier oben auf Ebene, auf Stapel und Ebene absenken. Jetzt ist aber rechts und links und ein bisschen oben und ein bisschen unten davon noch nicht ausgefüllt. Also kann ich jetzt zum Beispiel noch eine neue Ebene einfügen. Ebene, neue Ebene, nenne die jetzt mal Hintergrund. Und wähle dafür die Hintergrundfarbe aus. Ist in diesem Fall weiß, was man auch hier im Werkzeugkasten sieht. Sage OK. Und sehe jetzt, dass er meine neue weiße Hintergrundebene eingefügt hat. Wo ist jetzt unser Teambild hin? Nun, das ist jetzt dahinter verschwunden. So, jetzt ist der Hintergrund weiß. Ich habe hier mein neues Teambild und damit wäre das Erstellen des Plakates schon beendet. So, wieder was gelernt. Ich muss jetzt kurz zu mir persönlich sagen, ich bin froh, dass ich die Plakate nicht machen muss, weil ich mit GIMP auf Kriegsfuß stehe. Aber ich muss es ja auch nicht machen, weil ich muss ja hier nur rumsitzen und euch was Tolles erzählen. Und was ich euch Tolles erzählen kann, ist, dass es dieses Wochenende am Freitag nämlich den Vodcast Nummer 1 auf Deutsch gibt, für die ganzen Leute, die im Englischen nicht so affin sind. Und der Vodcast wird sich mit diesem ganzen Beitrag, den wir gerade gesehen haben, mit Photoshop beschäftigen. Also wie mache ich das Ganze mit Photoshop? Sehr interessant reingucken. Wer Photoshop lieber mag als GIMP, der sollte das auf jeden Fall sehen. So, was haben wir heute gehabt? Wir haben Japanisch gelernt. Salam alaikum, heißt glaube ich Tschüss, aber ich weiß gar nicht mehr. So, wir haben das Diskussionsforum Babbel unter die Lupe genommen. Vielen Dank nochmal an Artefs. Und ich soll einen Verweis machen auf die Japanwoche, die natürlich stattfindet. Einmal, Stefan, rüber auf die Plakate. Exakt, genau da sind sie. Da haben wir nämlich einen Haiku-Gedichtswettbewerb, wo man mitmachen kann. Und wir haben auch noch Manga-Zeichnen im Angebot. Die ganze Japan-Woche findet statt vom 20.06. bis zum 1.07. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, nächste Woche sehen wir Nachhaltigkeit, einen Stiftungslehrstuhl mit dem Herr Professor Kühne. Den werden wir interviewen. Da wird es um das Drei-Säulen-Modell, das kennen ja die meisten Leute, ökonomisch, ökologisch, sozial, das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Ich kann euch schon im Voraus sagen, es wird eher auf die ökologisch-soziale Schiene gehen, aber wir werden natürlich auch die ökonomische noch ein bisschen beleuchten. Was gibt es noch zu sagen? Jetzt kommen noch die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao. Und hin und wieder die Orga-TV-Tipps zum Wochenende. Am Donnerstag habt ihr wieder einen Kater. Hangover 2 startet am 2.6. in den deutschen Kinos. Am Freitag, den 3.6. läuft in Saarbrücken folgendes. All You Need Is Black heißt es ab 23 Uhr im 7. In der Garage ist ab 22 Uhr wieder Best Of angesagt. Geiz bleibt geil heißt es ab 22 Uhr im Nachtwerk. Und im Havanna gibt es wieder Salsa Fever. Orga TV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.